Ja, hallo Kati von Last Monday. Ihr wart ja gestern Vorband bei The Griffins. Wann wird es denn endlich so sein, dass The Griffins die Vorband ist und ihr der Hauptact? Naja, wir hatten überlegt, da wollten wir irgendwann unser Album rausbringen, was potenziell im Herbst oder so mal rauskommt. Das sage ich jetzt auch schon seit 2 Jahren, aber hey, dieses Jahr wird es wirklich, da glaube ich ganz fest dran. Ne? Dann würden wir es natürlich umgedreht machen. Dann würden wir bei uns Vorbild machen, so als quasi Revanchierung für, dass wir jetzt bei denen das gemacht haben. Ja. Ja, und sind die damit einverstanden? Sind die damit einverstanden? Ich denke schon, warum nicht? Ja? Wir sind ja mit denen einen befreundet und das ist eigentlich eine ziemlich coole Bandfreundschaft, die sich da so entwickelt hat. Ja. Auch so ziemlich durch Zufall eigentlich. Ja. Was haben die so für eine Mentalität? Ich würde sagen, sehr, sehr professionell und bei weitem entspannter als wir. Ich muss dazu sagen, dass alles, was Kati sagt, grundlegend falsch ist. Ich möchte das alles richtig stellen, damit das dann nicht wieder falsch rüberkommt. Wir finden, die Griffins sind eine der unprofessionellsten Bands ever. Sie spielen viel zu viel mit Synthesizern und sind auch ansonsten auch ganz unsympathische Menschen. Also die würden wir niemals nach Hause einladen. Aber... Willst du weitermachen? Nein, war super mit den Griffins, das muss ich noch dazu sagen. Du kommst jetzt hier einfach nicht mehr hoch. Ah, ich kann's nicht mehr. Ihr habt doch bestimmt, viel mehr Applaus geerntet als die Griffins, oder? Nee, also aber das Lustige ist tatsächlich, diesmal war es relativ ausgeglichen. Wir sind halt, also wir haben schon mal mit den Griffins zusammengespielt, weil wir erstmal so, wo wir die auch alle kennengelernt haben. Und da war es halt tatsächlich so, da waren wir halt auch Vorband für die. Ja. Und da war für uns einfach noch kein Schwein da. Und die sind dann irgendwie alle erst gekommen, als die Griffins gespielt haben. Also deswegen sind wir diesmal davon ausgegangen, oh, wir sind so die Einstimmungsband, wir fangen an, so da ist bestimmt noch keiner da. Aber es war tatsächlich gestern echt voll, als wir gespielt haben. Es war, ich war, sag ich mal, positiv, unerwartet, gut überrascht. Ja, wie viel waren denn da in etwa? Hast du auch was dabei, die einschmeißen? Naja, dadurch, dass ich auf der Bühne mit dem die ersten zwei reinsehe, kann ich nicht genau sagen, wie viele da sind. Aber, boah, lass mich sagen, 50 oder so, vielleicht mehr, weniger, ich weiß nicht. Am Anfang, der Laden war ziemlich voll. Ja, im Benthaus, ne? Irgendwie. Genau. Wo ist das? In welchem Stadtteil? Ich kenne das gar nicht. Ich meine, das ist Neulindener. Auf jeden Fall irgendwas west draußen. Ja. Vielleicht ist es auch Plagwitz. Auf jeden Fall irgendwo da hinten. Ja. Frieda ist heute nicht da, da fehlt doch so ein bisschen das Salz in der Suppe, ne? Das geht doch gar nicht. Genau, also ohne Frieda ist halt immer ein bisschen schade. Sie ist ja quasi unsere beste Ergänzung in der Band. Ich fühle mich sehr beobachtet, bitte geh weg. Was ist hier? Darf ich die nicht beobachten? Nee, wir können ja nicht frei gehen. Geht hier immer so rein. Ich würde auch sagen, dass Frieda nicht das Salz in der Suppe ist, sondern eher so der Schaum vom Shampoo. Ja. Ich gehe jetzt backstage schon. Ja, bitte. Wenn ich noch mal kurz was sagen möchte, gestern ist das neue Album der Griffins erschienen. Das ist wirklich ein Riesenbrett und hat uns eine riesen Ehre gemacht, mit ihnen zusammen zu spielen und immer gerne wieder. Und rote ich, das sind nicht nur die neuen Last Monday Single auf YouTube, müsst ihr YouTube runterladen, sondern auch das neue Album der Griffins. Ich gehe jetzt backstage. Ja. Ich habe dir die Fragen vorbereitet. Ich habe da so einen Katalog für dich. Möchtest du die haben? Ja, ich kann heute nicht lesen. Hast du auswendig gelernt? Alles hier drin. Okay, dann glaube ich dir. Auswendig. Gibt es heute irgendwie so eine Art Motto für eure Verkleidung? Also irgendeinen... Also heute haben wir tatsächlich mal kein Motto. Ja. Wir hatten gestern, wir machen ja normalerweise immer mit Motto, da hast du recht genommen. Aber gestern war es unser Motto, dass wir halt probiert haben, mit den Griffins-Farben was zu machen. Ja. Also auf unsere eigene Art und Weise. Wir waren uns nicht ganz einig, ob es jetzt orange oder gelb ist. Also haben wir gesagt, irgendwas Schwarzes, irgendwas orange-gelb, Ocker, Cremefarben, keine Ahnung, also irgendwas in der Richtung. War ganz cool so, heute ist einfach... Wir sind ein Hangover von gestern und haben die Klamotten im Schrank gefunden, die noch sauber waren. Ja. Okay, dann denke ich, es wird viel Spaß geben. Genau, also, Also Frieda wollte ich noch sagen, sie ist jetzt ja, Abby und ich haben ja die Band zusammen gegründet. Frieda ist ja erst irgendwie letztes Jahr oder vorletztes Jahr mit dazu gekommen. Ja. Und seitdem, sie rundet das Ganze halt wirklich mal ab. Sie macht ja nicht nur Saxophon, sie singt ja auch Zweitstimme. Ja. Hat auch eine wunderbar tolle Stimme und es gibt mittlerweile auch ein paar Lieder. Wir haben ja auch jetzt einen zweiten Gitarristen in der Band, der schreibt halt auch Songs und Lieder teilweise, wo Abby und ich seit Jahren nicht weitergekommen sind, weil wir eine Riffidee hatten.
mir ist nichts dazu eingefallen. Da ist das Fede auch teilweise da und schreibt da jetzt auch eigene Songs. Also es wird wahrscheinlich jetzt gerade nächste Monate auch mal was kommen, wo sie tatsächlich die Hauptstimme singt. Ja. Und wo ich dann ein bisschen Zeit habe, mich umzuziehen oder was auch immer. Ja, ja. Und das weiß ich mir sehr zu schätzen, dass wir in der Band da so lauter super talentierte Musiker haben. Ja, ja. Cool. Eigentlich bin ich so das relevante Mitglied. Ja. Aber... ja. Gut, dann kann man sich ja auf viele Dinge freuen. Sowieso. Ja, und erstmal heute Abend geht's erstmal relaxed los. Seid ihr später zuerst, oder? Nee, wir sind als zweites dran. Wir sind ja heute nur zu zweit, also als Duo, so wie ganz, ganz früher quasi. Ja. Aber genau, es fängt erstmal, glaube ich, ein Solokünstler an, dann sind wir. Ja. Und dann ganz am Ende halt die ganze Band. Ja. Kennt ihr die anderen? Nee. Also ich glaube, wir kennen halt den einen von der letzten Band. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, die ganze Organisation liegt diesmal bei Abby. Ja. Hat vielleicht heute nicht so viel mit zu tun. Aber spannend, ich denke, es wird ein Abend. Ja, ja. Okay, alles klar. Danke. Nein, bitte.